Ja, moin Amigos, moin zusammen, ich grüße euch. Unser Auswärtsspiel bei Rasenballsport Leipzig ging zu eben zu Ende. Wir gehen mit 6:0 unter. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war einer der, naja, wenigen, vielen, was auch immer, die irgendwie positiv gestimmt waren, die irgendwie ein gutes Gefühl hatten, dass wir vielleicht mit einer ebenfalls wieder guten Leistungen, dass wir irgendwie was mitnehmen können, vielleicht einen Punkt, mindestens einen Punkt. Ja, und dann gehst du da 6:0 unter. Ich habe zu meinen Kumpels gesagt, als es zur Pause 4:0 stand, ich sag, wir verlieren 6:1. Jetzt ist es 6:0 geworden, okay, geschenkt, aber bei allem Respekt, also spätestens nach dem 3:0 hätte man mal von der Trainerbank sagen müssen, okay, Jungs, das wird heute nichts, bevor unser Spiel komplett aus den Händen geleitet. Hier zwei tiefe Viererketten, soll Leipzig dann machen, was sie wollen. Aber dieses 1 gegen 1 und wir verlieren sowieso jeden Zweikampf und lassen uns da herspielen und herrichten und einfach lächerlich aussehen lassen, das ist einfach, weiß ich nicht. Da muss ich auch leider, ohne dass ich Baumgart jetzt zu viel kritisiere, auch wieder hinterfragen, warum er einfach weiter sein blödes Spielsystem da runterspielen lässt. Ja, man war völlig überfordert, man sah keine Schnitte. Wobei, es steht 0-1, ja, durch diesen Elfmeter, Martel leider zu lange um Haidaras Hüfte gewesen. Ja, gut. Und dann haben wir den besten Angriff in dem ganzen Spiel von uns. Wir hatten ja gefühlt wieder nur 2 Torschancen wirklich, was auch wieder erbärmlich ist. Unabhängig davon, dass wir heute keine Schnitte gesehen haben. Aber gut, über rechts dann, ich glaube, meiner mit der Flanke, die man nicht ins Nirvana geflogen ist. Und ja, Waldschmidt hält den Fuß rein, war auch ein bisschen schwer anzunehmen. Er konnte den halt nicht gezielter ja, aufs Tor bringen. Und der Ball geht natürlich nicht ins Tor und auch nicht vom Pfosten ins Tor, sondern vom Pfosten springt er wieder zurück. Und danach hatten wir zwar noch eine Möglichkeit, aber dann war es abseits. Gut, der Ball ist auch eh nicht reingegangen. Aber statt mit etwas mehr Glück, dass es dann 1-1 steht, steht das ein paar Minuten später 0-3. Ja. Weiß ich nicht. Auch der Platzverweis für Olesen war auch sehr, sehr hart. Ja, beim ersten Mal hält er Haidara, glaube ich, auch fest. Tief in der gegnerischen Hälfte. Gefühlt 20 Meter vom Tor vor Leipzig. Und da sind noch 80 Meter Wiese vor allem. Und 6 andere Kölner, die Leipziger dann noch bespielen müssen. Der Schiedsrichter zückt sofort gelb. Also klar, er hält ihn fest, aber das hat nichts mit taktisches Foul zu tun. So, und beim zweiten Mal, ja, er streift das Knie von Simakar. Olesen, okay, Digga, sag doch zu ihm, ey, komm, ihr kriegt hier gerade voll auf die Mütze, fangt jetzt hier nicht das Treten an oder sowas. Keine Ahnung, ob es Absicht war oder nicht gewollt oder was weiß ich. Aber das ist echt das letzte Ding. Lass die Hände weg, lass die Füße weg, beim nächsten Mal schmeiße ich dich vom Platz. Nein, der Schiedsrichter, als Kartenspieler bekannt, zückt da irgendwie sofort gelb-rot. Muss auch nicht sein, weiß ich nicht. Dass Baumgart sich aufregt, das ist einfach der Frust für das ganze Spiel, okay. Aber auch da kann der Schiedsrichter sagen, ey, Baumgart, bitte leise, ich will jetzt hier nicht 40 Meter über den Platz laufen. Das kann der ja dem vierten Offiziellen sagen, dann geht der zu Baumgart, Baumgart, beruhig dich bitte. Sonst kriegst du gelb oder sowas, selbst wenn Baumgart sagt, soll er mir doch geben, ja, wie auch immer, aber weiß ich nicht. Rose hat sich ja auch eine gelbe Karte abgeholt in der ersten Hälfte, obwohl da das Spiel eigentlich schon fast entschieden war oder alles zu seinen Gunsten lief. Und dann hat er da auch irgendwie rumgepöbelt und die Mütze irgendwie in auf den Boden geschmissen und sah dann halt auch gelb. Ja gut, okay, dann gehen die Trainer, die gerne mal eine gelbe fressen, dann halt mit einer gelben nach Hause heute. Ja, aber auch die Gegentore zum 2-0 und 3-0. Wir haben den Ball oder wir gewinnen den Ball und dann ist sofort der erste Ball. Ich entweder verwechsel ich das, aber ich meine, das war so beim 2-0, Chabot Fehlpass und da draus ist dann nachher das Tor entstanden und beim 3-0 Paccarada den Ball, direkt Fehlpass in Fuß gespielt, der Leipziger. Ja, beim 4-0 hat Schwebe natürlich ein bisschen Pech. Nicht beim 4-0, beim 3-0 war das mit dem Kopfball, wo Carstensen auch irgendwie nicht wusste, wo er ist. Das ist so, da stelle ich mir so vor, ihr kennt sicherlich das Meme oder sowas, Pulp Fiction, der Film, wie dann John Travolta dann da irgendwie
da so steht. Wer redet denn da so ungefähr? So habe ich mir Carstensen in dem Moment auch vorgestellt. Ja, war natürlich ein komplett gebrauchter Tag. Aber ganz ehrlich, man muss dann auch mal seine Spieler nicht immer nur verbal in Schutz nehmen als Trainer, sondern auch mal auf dem Platz. Und wenn man sieht, dass man heute komplett unterlegen ist, unabhängig davon, dass die Spieler auch einfach wieder bocklos und drucklos und ohne Mumm oder sowas. Der Einzige war dann nachher Kilian, der da mal auch mal dazwischen gehauen hat. Wobei, als er eine gelbe Karte gesehen hat, da hat er den kleinen Leipziger gar nicht berührt. Da hat er den in den Nacken gehaucht oder sowas. Der ist einfach weggerutscht oder hat sich hinten rutschen lassen da. Denn hätte Kilian vorher schon gelb kriegen müssen, als er zweimal gefoult hat, aber für das dritte Mal. Und da kannst du das auch nicht mit argumentieren. Ja, der hat jetzt dreimal gefoult, jetzt muss ich ihm aber gelb geben. Für was denn? Das war ja noch nicht mal ein Foul. Also, aber gut, das sind alles jetzt so Kleinigkeiten. Ja, weil was soll ich hier großartig sagen hier? Also wir waren komplett scheiße, bis auf eben diese eine vermeintliche, riesengroße 1:1 Chance für uns. Aber es ist wieder so typisch für uns, dass der Ball halt eben nicht reingeht oder Pfosten reingeht, sodass du dann sagen kannst, okay, steht 1:1, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, und ein paar Minuten später steht es 3:0. Ne? Ja, keine Ahnung, was jetzt mit Meiner und Chabot waren, warum Baumgart diese direkt zur Pause rausgenommen hat, ob die angeschlagen sind oder ob er einfach unzufrieden war, okay. Aber es ist trotzdem untypisch für Baumgart, weil es gab schon andere Spiele, auch letztes Jahr, wo du zur Halbzeit so schlecht warst, wo du gesagt hast, Digga, wechsel bitte. Und er hat bis zur 60. oder 70. Minute wieder gewartet mit seinen Wechseln. Aber gut, wenn da bestenfalls alles gut ist, ja, dann sind die ja fit für Dienstag, wenn es zum Betzenberg geht. Ja, aber weiß ich nicht. Nach Frankfurt, wo wir 1:1 gespielt haben, nach Leverkusen, wo wir auch keine Chance hatten, und jetzt in Leipzig hatten diese Gegner jeweils immer unter der Woche, ja, international ein Spiel. Und wir sehen einfach kein Land, keine Schnitte, gar nichts. Also das ist schon so ein bisschen erschreckend. Ja, und da hilft auch nicht zu sagen, ja, nächste Woche gegen Augsburg und darauf gegen Bochum, das sind die Spiele, wo wir punkten müssen. Ja, natürlich müssen wir da punkten, aber dann weiß ich nicht, dann brauchst du gar nicht sagen, ich fahre nach Leipzig. Dann kannst du sagen, weißt du was, wir haben alle Durchfall, wir können nicht 3:0 verloren oder was, oder 2:0, was das mittlerweile ist, da wird für den Gegner gewertet, dann ist das Thema auch erledigt. Jetzt sitzt du hier, hast irgendwie ein gutes Bauchgefühl gehabt, weil du das Derby gewonnen hast, weil du da auch gut gespielt hast. Ja, und jetzt wärst du hier 6:0 nach Hause geschickt. Ja, ist schon wieder sehr enttäuschend alles. Ne? Ja, mir fehlen jetzt auch so ein bisschen die Worte. Viel kann man jetzt auch darüber gar nicht sagen. Man braucht hier nichts analysieren. Das war einfach, ja, teilweise echt schlecht von uns. Zu ängstlich, zu weit weg. Und weiß ich nicht, auch beim 4:0 Hübers als Innenverteidiger steht da tief als rechter Mittelfeldspieler an der Einwurflinie. Lässt sich da mit einem Haken ausspielen. Auch Martel kommt nicht wirklich in den Zweikampf rein. Dann kommt ein Flachpass über 20 Meter in den 16er rein. Openda lässt da Chabot und Paccarada, gut, der war noch ein bisschen abseits, einfach, ja, wie ein Schuljung aussehen. Ja, und dann schiebt er den natürlich dann sicher rein. Und das ist alles viel zu einfach oder sowas. Und wir tun uns so schwer, um irgendwie vermeintlich mal aufs Tor zu schießen, sodass der Ball aufs Tor geht oder sowas. Und ja, das ist schon wieder so ein bisschen, klar, ich will jetzt nicht sagen alte Muster oder so, aber du darfst hier heute nicht 6:0 verlieren, bei allem Respekt. Also nach dem 2:0 und vorm 3:0 kannst du vielleicht schon was umstellen, defensiver, kompakter, stabiler, aber spätestens nach dem 3:0 musst du sagen, so ey, stopp, Freunde, so funktioniert das hier nicht. Weil du kannst doch nicht annehmen, ja, spielt weiter so, wir schießen noch 4 Tore und am Ende verlieren wir 4:5 oder was. Das ist doch scheiße. Jetzt hast du dir mit einem Spiel auf Hops, hast du dir hier auf wochenlang, hast du dir dein Torverhältnis kaputt gemacht. Denn am Ende der Saison ist es halt auch eben wichtig, ja, nicht nur vor 3 Mannschaften zu stehen, sondern da geht es dann halt auch um die Tordifferenz. Und wenn du so unnötig irgendwie auch durch, ja, schlechtes Spiel oder Fehlpässe oder ja, einfach Unkonzentriertheit dir da irgendwie so ein 0-6er gönnst oder so, das ist einfach ätzend. Denn verliert 3:0, 4:0, 4:1, was weiß ich, irgendwie mit Herz gehst du da raus aus dem Spiel oder sowas. Ja, okay, hast keine Schnitte gesehen, aber dann lässt du dir da in den letzten 2 Minuten dann noch 2 Dinger reinmurmeln da. Aber auch da ist es wieder so typisch beim 5:0, die pieken da irgendwie in 8 Mann rein und der Ball fällt dem Leipziger vor die Füße. Kein Kölner, sondern dem Leipziger. Die haben ja nicht schon 4 Tore, die müssen ja noch das 5. Tor schießen. Und Sesko macht dann da das 5:0. Ja, und Baumgart, weiß ich nicht. Schöne Vorlage von Alidu. Man kann den Ball vielleicht auch mit der Brust annehmen, statt man irgendwie so blind mit dem Kopf zurückköpft.
Ja, und Baumgartner macht den Ball dann auch super rein, muss man natürlich auch sagen. Aber das ist dann so, wo du dir denn denkst, so als Fan und Fußballgott, Alter, willst du mich hier nur verarschen? Und ja, das ist halt einfach jetzt maximal enttäuschend. Und ja, gut. Ich war einfach positiv. Übrigens, ganz liebe Grüße gehen an die Leute raus, die ja immer ganz gerne bei mir vorbeikommen, nie was aussagen zum eigentlichen Thema, mich nur provozieren wollen und mir vor dem Spiel gesagt haben, wie kann ich jetzt denken, dass wir was gegen Leipzig holen oder sowas? Ja, Entschuldigung, dass ich ein positives Bauchgefühl hatte. Aber ja, gut, ihr könnt euch jetzt natürlich freuen, ne, und weiter eine Niederlage beklatschen. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, dass ich ein positives Bauchgefühl hatte oder dass wir jetzt 6-0 verloren haben und ihr jetzt recht behalten hattet. Ne? Weiß ich jetzt nicht, wer davon mehr jetzt was von hat. Ne? Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Jungs am Dienstag eine Reaktion zeigen, denn das müssen sie mal wieder eigentlich. Ja, und beim Betzenberg nicht auch untergehen. Ist es ein Spiel auf Augenhöhe? Es ist Pokal. Pokal hat immer seine eigenen Gesetze. Es ist ein Traditionsduell. Da ist Feuer drin. Okay, wenn du mit guter Leistung, aber mit der vermeintlich dann etwas noch besseren Leistung der Kaiserslautern am Ende vielleicht verlieren solltest, okay, damit kannst du leben oder sowas. Aber wenn du auch am Dienstag reinscheißen wirst und einfach, ja, kein Bundesliga-Fußball spielst, dann hast du auch in der Bundesliga in dieser Saison auch nichts verloren und dann, ja, wird man dann sehr wahrscheinlich auch absteigen, weil wenn man nicht dagegen hält, auch wenn es mal scheiße läuft oder sowas und wenn man sich am Ende des Tages auch wieder abschlachten lässt oder sowas und sich da irgendwie präsentiert wie der erste Fußballer, hüftsteif und taub und weiß ich nicht. Und jeder Spieler hat ja auch alles hingenommen. Da gab es kein beim 2-0 nicht, beim 3-0 nicht, wo die Fehlpässe gespielt worden sind. Da geht es auch gar nicht darum, dass man dem irgendwie was Böses will, dem Spieler oder sowas. Aber da muss man doch auch mal irgendwie dem anschreien, Chabot oder Paccarada, ey Digga, was machst du da? Konzentrier dich doch mal. Irgendwie so ein bisschen wachrütteln. Lediglich Baumgart hat sich aufgeregt, er hat in die Bande getreten. In der Pause hat er sich aufgeregt, nach dem Spiel hat er sich aufgeregt. Da muss sich Baumgart sogar mal einen Schutz nehmen. Aber die Spieler nehmen alles hin. Die haben alles hingenommen. Da gab es kein Mal, ey Digga, und wachrütteln und schütteln oder sowas. Gar nichts. Die streicheln sich am besten lieber oder sowas. Und das ist halt auch nochmal enttäuschend. Da sitzt du als Fan, du hast denn irgendwie, weiß ich nicht, Enttäuschung und Wut und Frust in dir oder sowas. Und die Spieler stolpern da über den Platz und gönnen sich da jetzt die Seife beim Duschen oder sowas, wo ich mir da auch denke, Digga, nee, ist nicht. Keine Ahnung. Deswegen am Dienstag in Kaiserslautern beim Pokalspiel, da verlange ich, ja, ich verlange das. Wahrscheinlich aber auch sämtliche andere FC-Fans, dass dort, wie gegen Gladbach zumindest gegen Gladbach, von der Leistung in der ersten Hälfte, da aber sowas von abgebrannt wird, dass du da auch schon in der ersten Hälfte bestenfalls den Grundstein gelegt hast, um das Spiel da zu gewinnen. Klar wird schwierig, weil Pokal hat seine eigenen Gesetze, ich weiß, aber wenn du auch da reinscheißt und irgendwie sang- und klanglos verlierst oder sowas, ey, pff, bei allem Respekt, da braucht denn keiner mehr irgendwie was sagen, der braucht Zeit und Geduld und wir sind halt nicht so gut, ja, dann brauchen wir gar nicht weiterspielen, weil mit der Leistung, mit der Einstellung und ja, mit dem Nichtstun, sei es von den Spielern aus auf dem Platz oder halt auch vom Trainerteam, die das irgendwie hinnehmen, weil sie denken, nein, wir ändern nichts, rennt weiter an und flankt am besten noch oder sowas, wo weiß ich nicht. Jetzt muss ich aber noch eine Sache sagen zu Selke, du kannst dich aber auch mal wieder ein bisschen mehr bewegen und weiß ich nicht, ein bisschen präsenter sein. Es geht jetzt nicht ums Anrennen oder sowas. Aber das ist ja dasselbe, als ob Tigges spielt. Also bei allem Respekt. Also Davy, da muss auch mehr kommen. Ne? Weil dann ist es fast egal, ob da Tigges auf dem Platz steht oder Adamian oder jetzt tatsächlich du, Selke. Ne? Ja, weil deine Form, deine Leistung aus der letzten Rückrunde, die sehe ich jetzt halt leider nicht. Ne? Das jetzt nur nochmal jetzt on top oben drauf, weil ich kann mich ja nicht immer nur über Tigges und Adamian zu Recht beschweren. Sondern man muss sich dann halt auch mal den einen oder anderen schnappen, wo man dann halt auch so langsam dann mal die Nase voll hat, was jetzt so die Einstellung, die Leistung angeht oder so. Ne? Ja, gut, Freunde, ich weiß nicht, wie ihr den ganzen Bums da gesehen habt da. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, jetzt geht es wieder darum, Wunden zu lecken. Und ja, als FC-Fan, als leidenschaftlicher Fan dieses Vereins, der eben nicht möchte, dass du absteigst, dass du untergehst, dass am Dienstag im Pokal zumindest eine bessere Leistung wieder auf dem Platz gezeigt wird.
weil ansonsten sehe ich schwarz für die Hinrunde. Und so wärst du auch gegen Augsburg, erst recht gegen Augsburg nicht und in Bochum dann wahrscheinlich auch nicht zu holen. Zumindest Stand jetzt. Was dann in der Zukunft ist, wie die Spiele tatsächlich ausgehen werden, das werden wir halt dann sehen. Bei den Augsburgern wird übrigens nächste Woche auch der Verteidiger Udo Rokai fehlen, so wie bei uns natürlich auch Olesen. Aber ich garantiere euch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass am Dienstag ein Olesen in der Startelf stehen wird. Ne? Ja, danken wir später. Ne? Gut, ich mache mir jetzt was zu essen und weiß ich nicht, guck NHL oder sowas. Irgendwie ein bisschen ablenken, weil ja, dieses 0:6 hat mir jetzt schon wieder den Rest gegeben. Und ja, da hat man dann irgendwie selten Bock auf weiter irgendwie Fußball oder so. Ne? Sei es jetzt irgendwie andere Ligen da zu gucken oder irgendwie andere Highlights von heute Nachmittag oder sowas. Das interessiert mich schon gar nicht mehr. Mich interessiert das schon gar nicht mehr. Wenn die eigene Mannschaft so reinscheißt, will ich auch gar nicht wissen, wie die anderen Spiele sind. Also das ist echt schade. Ne? Aber gut. Gut, ich mache einen Punkt. Ich mache mir was zu essen. Die Küche wartet, die Küche freut sich. Ja, ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich spätestens am Montag dann, wenn ich dann spätestens am Montag mein Vorschauvideo mache auf das Pokalspiel am Dienstag, ja, auf dem Betzenberg. Ne? Ich bin raus, haut rein, macht's gut, bis dahin, tschüss.